Dienstagabend, es ist 6:45, hier ist RTL aktuell und das sind unsere Themen. Die Panzer sind da, darauf haben die Soldaten lange gewartet. Heute sind in der Ukraine die ersten schweren Waffen aus Deutschland eingetroffen. Was Berlin jetzt noch liefern will. Überraschung vor Gericht, dieser Mann soll zwei Polizisten in Kusel erschossen haben. Doch heute, beim Prozessauftakt, spricht er plötzlich von Notwehr und belastet seinen Komplizen schwer. Und Kissen statt Fäuste. Hier gibt's auf die 12, wie sich unsere Reporterin im Ring der Kissenschlacht-Profiliga in Miami schlägt. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu den Nachrichten. Den Sport gibt's gleich von Ulrike von der Grün. Guten Abend. Ja, es hat gedauert. Lange hat die Ukraine gewartet. Jetzt aber sind sie dort angekommen. Die ersten Panzerhaubitzen aus Deutschland. Schwere Waffensysteme, die modernste